Der albanische Rapper Gent sitzt im Knast und so schnell kommt er da nicht raus. Doch seine Fans werden weiterhin versorgt. Seit einigen Monaten ist es relativ ruhig geworden. Kaum Output und jetzt wissen wir auch warum. Denn scheinbar steckt der Rapper in Schwierigkeiten. Dass er eine kriminelle Vergangenheit hat, ist bekannt. Spätestens dann, wenn man sich seine Songs anhört. Daraus macht er kein Geheimnis. Doch nun muss er für diese Taten in den Knast. Bis heute ist leider nicht bekannt, was er genau gemacht hat. Doch sein Team hält seine Karriere am Leben und postet ständig Neuigkeiten über ihn. Nun gab es ein Telefonat direkt aus dem Gefängnis, wo er zu den Fans spricht. Außerdem hat er auch noch einen neuen Song released. Hier hört es euch an. Ey Schokis, was geht ab? Wie ihr mitbekommen habt, sitze ich gerade in Haft. Wie lange und deswegen werdet ihr bald alles erfahren. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich hoffe, ihr und eure Familien seid gesund. Wir haben euch sehr viele Projekte dagelassen. Wir haben sehr viel vorgearbeitet, sehr viele Videos abgedreht. Und ich zähle auf euch alle. Ich weiß, ihr seid stabil hinter mir, wie in den letzten Jahren. Und ja, man, passt auf euch auf. Liebe, liebe Grüße aus dem Knast. K-A-N-U-N Family. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wann kehrt Gent zurück und feiert ihr seinen neuen Song? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.